got me? Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad. When I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry. Cause you're scared, I ain't there. Daddy's with you in your prayers. No more crying, wiping tears. Daddy's here, no more nevers. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, and yeah, but he loves you, girl, and you better know. Hush, little baby, don't you cry. Everything is gonna be alright. Sitting that I fell in love, little lady, I told ya. Daddy's here to hold ya through the night. It's funny, that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama out to see me. Daddy had to work, she went, mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV. Mama didn't like it, and you and Laney were too young to understand it. Papa was the wrong stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there, had to witness it firsthand. Cause all I ever wanted to do was make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just ships me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, guess you're pretty much up. Daddy, see here, Laney, I'm talking to you too. Daddy, see here, I like the sound that shit. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment. Daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'd do anything for you to see you smile. And if that mockingbird don't sing and the ring don't shine, I'ma break that pretty's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya, and make him meet every carrot. Don't mess with dad. Wow. Yeah. Alter Schwede. Also ich muss mal dazu sagen, Wahnsinn, das war der absolut coolste Auftritt, den ich bis jetzt hier bei The Voice Kids gehört und gesehen habe. Und ich würde mir von Herzen wünschen, wenn ich das nochmal hören dürfte. Gerne. Gerne. War geil. Darf ich mitmachen? Darf ich auf die Bühne kommen? Geil. Okay, mega. Cool, hey. Wie geht's? Freut mich, hast du mega gemacht. Dankeschön. Unfassbar. Okay, let's go, let's roll. Roll that tape. It's a live band, by the way. Okay, fang du an. You got me? Yeah. Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad. When I'm gone, but I'm trying to give you the love that I never had. I can see your sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry. Cause you're scared, I ain't there. Daddy's with you in your prayers. No more crying, laughing tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' put together through it, we gon' do it. Lady, all goes crazy, and yeah, but he loves you, girl, and you better know it. Hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Different that I'm falling off, little lady. Daddy's here to hold ya through the night. It's funny, that's when daddy went to California with a CD and met Dr. Dre. And for you and mama out to see me. Daddy had to work, she and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it. And you and Laney were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit. And it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it for seconds. All I ever wanted to do was to make you proud. Empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just shits me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, yes, you pretty much up. Daddy, see here, Laney, I'm talking to you too. Daddy, see here, I like the sign that shit. It's got a ring to it, don't it? Mama's only gone for the moment. Daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma swing for you. I'd do anything for you to see a smile. And if that mockingbird don't sing and the ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I'll go back to the jeweler who sold it to ya, and make him eat every carrot. Don't mess with that. Okay, die beiden sind schon match. Yeah, let's get up. Nice.
Das war wow. Wie unhöflich, wie heißt du denn? Hallo, ich heiße Emma, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Wien. Also Emma, es ist ja klar, das ist der einer der besten Rapper. Das ist ohne Ende Reime, so viele Worte, so viel Luft. Das hast du so zweimal jetzt so präzise gemacht. Das ist echt richtig, richtige Leistung, die Emma hier gebracht hat. Weil diesen Flow zu halten und die Luft zu bewahren und dann noch zu singen und dann nicht nur beim Singen nicht auch noch die Töne zu treffen, sondern da auch noch Phrasierung reinzubringen. Vielen Dank, dass du hier bist. Hammer. Toll. Danke, dass ich hier sein darf. Was hast du uns denn da mitgebracht eigentlich? Das ist Schnucki. Das ist mein Glücksbringer. Dann bist du auch noch so süß, so cool und so süß. Nein, oh Gott. Schnucki ist echt cool. Nagelst Eminem kurz auf der Bühne hier runter zweimal, dann kommt Schnuffi. Sehr gut. Es ist für mich völlig irre, jetzt hier zu sitzen mit Mitte 50 in einer Kindermusiksendung und jemanden zu sehen, der den größten Rapper der Welt, einer der besten Rapper, mit der eine unglaublich persönliche Geschichte über seine Tochter schreibt. Ich habe selbst 3 Töchter. Und ich fände es einen irrsinnig großen Kreis, von damals bis heute sagen zu dürfen, die ist bei uns im Team. Emma, ich finde nur eine ganz wichtige Sache natürlich. Ich finde, du klingst international. Und der Einzige, der dir das geben kann, ist dieses Team. Das stimmt nicht. Es ist krass, dass du den Song angefangen hast, dachte ich, es kann nicht sein, weil es gibt so viele verschiedene Momente. Es gibt einmal einen krass schnellen Rap, wo man gar keine Luft mehr bekommt, dafür ist ja Eminem bekannt. Und dann hat er auch so Sprichmomente, Messages für seine Tochter eigentlich. Und ich finde, deswegen ist es schon so Hammer. Das ist das Schöne an Rapmusik, ne? Da wird viel gesagt und deswegen musst du auch ehrlich sein, du kannst nicht so. Genau, und Emma, ich weiß, dass natürlich hier so ein Rap-Team da ist, aber Mann, ich hoffe, dass ich dich vielleicht ein bisschen überzeugt habe, dass es in meinem Team auch ganz cool geht und ich diese Musik auf jeden Fall verstehe mit dir. Danke. Na klar. Ich verstehe ja Rap und ich verstehe auch dich, Alvaro. Und es hat auch voll Bock gemacht, euch beiden zuzugucken, wie ihr das macht. Dankeschön. Das heißt aber nicht, dass du in Alvaros Team gehen solltest, nur weil er jetzt den einen Song mal kann. Doch, doch. Das war jetzt, das war jetzt Glück. Ich finde das, so wie alle anderen hier auch, unfassbar beeindruckend, was du kannst, was du transportierst, wie viele Emotionen du in dir hast und auf der Bühne zeigst. Man sieht sofort all deine Qualitäten und ich wäre so dankbar, wenn ich mit dir arbeiten dürfte. Du würdest richtig mir einen Wunsch erfüllen. Ich flippe gerade ein bisschen aus. Ich finde, man muss Emmas Wunsch erfüllen. Ich wollte auch gerade sagen, es geht um Emmas Wünsche. Ich kann dir mal so ein bisschen helfen mit deiner Entscheidung. Ich habe mal hinter den Kulissen gefragt, wie es bei den Fantas eigentlich so abläuft. Du kannst ja mal hier runterkommen, damit du es von hier unten mal siehst. Kannst dich gerne auf den Stuhl setzen. Ist nur eine ganz normale Umfrage gewesen bei den Leuten, die auch in den Kulissen arbeiten, ne? Weil hier seht ihr immer nur die Scheinwelt. Und jetzt habe ich mal einen kleinen Film und gefragt, wie es für den Fantas wirklich so abläuft backstage. Und den Film gucken wir uns mal ganz kurz an. Hier ist eine neue Folge von Die Unfantastischen 2. Moin Leute, ich bin hier gerade backstage und habe mich immer gefragt, wie sieht es eigentlich bei den beiden mit dem Thema Ordnung aus? Und dazu fragen wir mal Aufnahmeleiter Fried. Hi, ich bin Fried, ich bin Aufnahmeleiter hier bei The Voice Kids und hör mir auf mit denen. Wirklich, ist eine absolute Katastrophe. Jeden Abend muss ich den hinterher räumen. Man denkt immer, Männer sind irgendwie ordentlich im Alter, aber ach, schaut euch das selber an, ey. Hier, seht ihr bei den Fantas? Man kann hier kaum treten. Absolut. Das ist absolut verschämt. Und ich darf das jeden Abend aufräumen. Jeden Abend. Gott. Lass uns am besten schnell raus hier, weil wenn die kommen und sehen, dass wir in der Garderobe sind und dass sie da sind, dann werden die auch noch richtig krantig. Also. Ja, das sollte was. Also das Ende sollte eigentlich rausgeschnitten werden. Ich meine, das Ende soll rausgeschnitten werden, aber. Ach ja. Naja. Emma, hattest du denn schon eine Vorahnung, wo du hin wolltest, als du herkamst? Ja. Und hast du immer noch die gleiche? Ja, ich glaube schon. Herr, ich fange wieder an dich zu glauben. Oh Mann, ey. Es klingt nicht gut. Bist du denn schon bereit, deine Entscheidung zu treffen? Ja. Oh. Dann ab auf die Bühne. Danke. Und danke für das tolle Video. Ja, gerne. Oh Mann, ey. Also erstens, es sind alle wirklich sehr nett und ihr seid alle mega. Aber ich glaube, heute gehe ich zu... Gehe ich zu Team A, ne? Dida. Oh, Michi aus Bruno! Oh Gott.
Hammer, Mann, das war so stark. Leck mich. Hammer. Das passt. Das passt. Das ist für dich. Yeah.